Hallo und herzlich willkommen zu Orga TV. Heute nicht wie gewohnt mit Stefan und Sarah, sondern mit Marion. Hallo. Und mir, Tina. Wir sind von Übung zu Medienpraxis und während der nächsten 5 Sendungen werden unsere Teams euch begleiten zum Thema Mobile. Bevor wir mit den News der Woche starten, haben wir noch einen kurzen Überblick zu unseren heutigen Beiträgen. Campus-Umfrage. Wer kennt sich aus? Zeitreise. Von der Briefpost zum WLAN. Online-Banking. Thema Sicherheit. Vor- und Nachteile. Wann macht Mobilität Sinn? Was für News sich sonst noch in der letzten Woche ereignet haben, erfahrt ihr jetzt von Michael Schuh. Die Computerlegende und Gründer des weltgrößten Softwarekonzerns Bill Gates war am Sonntagabend bei der CES in Las Vegas wie üblich der Eröffnungsredner. Doch diesmal lag darin eine besondere Symbolik, denn es sollte die letzte CES-Rede von Gates sein, denn er zieht sich im Juli aus dem Tagesgeschäft bei Microsoft zurück. Wikipedia-Gründer Jimmy Wales hat am Montag seine offene Suchmaschine Wikia Search online geschaltet. Wie bei dem Internetlexikon Wikipedia sollen die Nutzer auch bei Wikisearch an der Entwicklung mitarbeiten. Die Konkurrenz zu Google durchsucht in der momentanen Testphase aber nur 50 bis 100 Millionen Internetseiten. Riesenstreit um den Billig-Laptop für Entwicklungsländer. Prozessorhersteller Intel hat das One Laptop per Child-Projekt verlassen. Offizielle Begründung: Intel wolle auch Konkurrenzprojekte unterstützen und sich nicht exklusiv binden. Für das OLPC-Projekt ist Intels Weggang damit ein herber Rückschlag. Zur Landtagswahl in Hessen musste Hessischer Rundfunk nun doch die Wahlwerbung der NPD senden. Der Sender hatte versucht, die Ausstrahlung des Spots gerichtlich zu verhindern. Am Freitag fiel dann jedoch die Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs. Der Hessische Rundfunk lehnte den Spot ab, da er volksverhetzend sei. Der Saarländische Rundfunk plant in diesem Jahr mit einem leichten Verlust. Angesichts rückläufiger Beihilfen der anderen Anstalten ist weiter Sparen angesagt. Demnach erwartet der SR einen Fehlbetrag von 2,1 Millionen Euro. Bei den Ausgaben schlagen 2008 insbesondere die Berichterstattung über die Fußball-EM sowie die Olympischen Sommerspiele zu Buche. Daneben kostet die Stärkung der Präsenz im Ersten mit Tatortfolgen aus dem Saarland zusätzliches Geld. Die Universität des Saarlandes ist zur Exzellenz-Uni in Informatik ernannt worden. Dazu müssen aber Büroräume in der Nähe der heutigen Informatikgebäude geschaffen werden. Die Univerwaltung hat sich am Mittwoch vor Weihnachten deshalb das Wohnheim D angesehen, ob es für die geforderten Büroräume geeignet sei. Die Universität trauert um Professor Wöhe, der am 29. Dezember 2007 verstorben ist. Er war von 1960 bis 1992 als ordentlicher Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Revisions- und Treuhandwesen tätig. Mit Günter Wöhe verliert die Universität des Saarlandes nicht nur einen hochgeschätzten Hochschullehrer und vielgefragten Experten, sondern auch einen Betreuer zahlreicher wissenschaftlicher Schüler und eine engagierte Persönlichkeit, der die Universität stets ein ehrendes Andenken bewahren wird. Mittlerweile gibt es viele verschiedene Handys und Notebooks auf dem Markt, die die unterschiedlichsten Dienste integriert haben. Das fängt an bei SMS und E-Mail, geht über Bluetooth hin zu Handy-TV und Videotelefonie. Wir haben uns auf den Weg gemacht, um herauszufinden, ob die Bedeutung der Abkürzungen, wie zum Beispiel UMTS oder GSM, unter den Saarbrücker Studenten bekannt sind und ob und welche Dienste sie nutzen. Dienste, die dir dein Handy zur Verfügung stellt, nutzt du? Gar keine, glaube ich. Gar keine? Nein. Also SMS verschickst du sicher? Ja, schon. Und so Sachen wie Handy-TV oder nee, Internet-Telefon? Nutze ich nicht, weil ich leider so ziemlich tollpatschig bin und alle neuen Handys mir direkt kaputt mache und deswegen ein wunderbar 6 Jahre altes Nokia-Outdoor-Handy besitze, das sowas nicht. Ganz kurze Frage, ihr habt doch sicher ein Handy. Ja. Ja. Welche Dienste nutzt ihr denn mit diesem Handy? Eigentlich nur telefonierte SMS, das war's. Also weitere Dinge wie Handy, Telefon. Mehr habe ich gar nicht drauf. TV. Ich habe ein ganz altes, also mehr kann ich gar nicht machen. Dieses Skype? Nein. Oder was? Messenger. Messenger? Ja. Und da kann man dann telefonieren? Nicht telefonieren, aber Sie können sprechen, ja, mit dem. Mit jemandem. Ihr nutzt das sehr oft? Nein, nicht so. Ihr habt doch sicher alle ein Handy. Ja. Welche Dienste, dass euch das Handy anbietet, nutzt ihr denn? SMS. Anrufen, ja.
Und andere Dienste wie Handy-TV oder den Internetzugang zum Beispiel über das Handy? Gar nicht. Okay, dankeschön. Hallo, ganz kurze Frage. Kannst du etwas mit Voice over IP anfangen, mit der Abkürzung? Ja. Was versteht man darunter? Telefonie übers Internet. Ah ja, dankeschön. Kannst du etwas mit UMTS anfangen? Was versteht man unter der Abkürzung? Keine Ahnung. Wie sieht es mit Videotelefonie aus? Skype, ja. Nutzt du das häufiger? Ich gewöhne mich gerade dran. Ja. Sieht's aus mit Online-Banking? Hast du das schon einmal genutzt? Ja, Online-Banking natürlich. Das heißt regelmäßig? Regelmäßig, ja. Okay. Welche Dienste nutzt du denn mit deinem Handy? SMS und Telefonieren. Das heißt, so etwas wie Bluetooth oder Online-Banking hast du noch nicht genutzt? Kommt auch nicht für dich in Frage? Nö, gar nicht. Also nur SMS und Telefonieren eigentlich. Also ganz normal. Kein Internet, nix. Auch andere Sachen noch nicht ausprobiert? Noch nicht ausprobiert und ja. Nö, also ich habe einen Computer mit Internetzugang und deswegen brauche ich das nicht eigentlich. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Eigentlich nur SMS und Telefonieren. Das heißt, anderweitige Sachen wie zum Beispiel Handy-TV oder Online-Banking ist ja auch mittlerweile über das Handy möglich. Hast du noch nicht genutzt? Nee, noch gar nicht. Okay, dankeschön. Welche Dienste, die dir dein Laptop zur Verfügung stellt, nutzt du? E-Mails kannst du schreiben halt ganz normal, Instant Messaging, Voice over IP, habe ich halt eigentlich Telefon drüber laufen. Sonst eigentlich alles, was man so damit machen kann. Kamera? Ich habe eigentlich keine Lust. Was steht man unter der Abkürzung UMTS? United Mobile Telephone Service oder sowas. Und du kannst dir auch darunter vorstellen, was, also wofür das genutzt wird? Ja, für Breitbandübertragung bzw. hohe Datenübertragungsraten im Telefon- und Handybereich. Eine ganz kurze Frage, was verstehst du unter GSM? Kannst du mir den kompletten? Es geht GSM im Bereich Handy. Ah, okay. Was du damit anfangen kannst. Das war irgendwie, damit man besser ins Internet kommt oder so darüber, ne? Irgendwie eine bessere Übertragungsrate. Ja. Aber ich interessiere mich dafür eigentlich nicht sonderlich. Nur eine ganz kurze Frage. Was versteht man unter der Abkürzung Voice over IP? Wir sind nicht deutsch. Also. Ja. Ich studiere Germanistik, ich kann keine englischen Begriffe. Was versteht man unter UMTS? Ja, es ist ein Handynetz für Hochgeschwindigkeitsübertragung. Okay, danke schön. Zu mir nur ganz kurz sagen, was du unter UMTS verstehst. UMTS, okay, ich bin hier komplett falsch. Also nun möchten wir auf drei der Begriffe aus dem Beitrag etwas näher eingehen. Universal Mobile Telecommunication System, besser bekannt unter UMTS. UMTS, der Mobilfunkstandard der dritten Generation, hat eine Datenübertragungsrate von 2 Megabit pro Sekunde. Der UMTS-Standard entspricht der 140-fachen Datenübertragungsrate des GSM der zweiten Generation. Hast du das gewusst? Nein, ich muss gestehen, das habe ich nicht gewusst. Aber gut, dass du es weißt. Ja, und weiter geht es. Durch diese leistungsfähige Breitbandfunktechnik wird das Mobiltelefon endgültig zum mobilen Terminal. Über UMTS-Handys können E-Mails und Faxe mit hoher Geschwindigkeit versendet werden. Der direkte Einstieg ins Internet ist ebenso möglich wie der Einsatz von Multimedia-Anwendungen als auch Videokonferenzen. Kommen wir zu Instant Messaging. Weißt du, was du darunter zu verstehen hast? Ja, das weiß ich. Das ist der Nachrichten-Sofortversand, wie er zum Beispiel bei ICQ angewandt wird. Genau. Dies ist ein Dienst, der es ermöglicht, mittels Software in Echtzeit mit anderen Teilnehmern zu kommunizieren. Dabei werden kurze Textmitteilungen verschickt. Der Empfänger kann unmittelbar antworten. Es besteht die Möglichkeit, Dateien auszutauschen, als auch Video- und Telefonkonferenzen abzuhalten. Voice-over-Internet-Protokoll. Kurz, hierunter versteht man die Internettelefonie. In Deutschland telefonieren bereits 500.000 Menschen über das Internet. Die Technologie basiert darauf, dass Telefongespräche in kleine Datenpakete zerlegt und dann in blitzschnellem Austausch über Internetleitungen geschickt werden. Voraussetzung ist eine Datenleitung zum Einstieg ins Internet. Bei Telefonaten, die rein über Computer- und Internetleitungen ablaufen, fallen keine Kosten an. Gespräche über das Festnetz sind jedoch kostenpflichtig. Die Telefonsoftware wird von den meisten Anbietern kostenfrei zur Verfügung gestellt. Man zahlt lediglich für die benötigte Hardware wie den Router und die Anbindung ins Internet. Kannst du mir eine Software nennen, die Videotelefonie ermöglicht? Auch hier habe ich wieder die volle Punktzahl. Skype. Ja genau, das ist eine unentgeltliche Software, die Instant Messaging und Videotelefonie ermöglicht.
Bei der Generation der unter 30-Jährigen sind ja Gegenstände wie Handy oder Laptop bereits nicht mehr wegzudenken. Schon in der Grundschule ist heutzutage das Handy ein Must-Have. Auffallend ist auch, dass es gerade die Jugendlichen sind, die die Spezialanwendungen am schnellsten erlernen und auch am häufigsten nutzen. Das ist ja nicht verwunderlich, denn das ist die Generation, die damit groß geworden ist. Genau. Unser Reporter Kai Rixecker hat sich jetzt mal unter die etwas ältere Generation gemischt, um dort mal nachzufragen, ob auch sie schon ohne Handy gar nicht mehr können oder wollen. Außerdem möchte er der Frage nachgehen, wie die Kommunikation früher eigentlich funktioniert hat. Um das zu klären, nimmt er uns mit auf eine kleine Zeitreise zurück zu den Wurzeln. Ja, zwar nicht ganz bis zu den Rauchzeichen, aber immerhin bis zu der Briefpost ins Mittelalter. Geben und wollten herausfinden, ob die Leute noch ohne Handy leben können und wie sie früher kommuniziert haben, als es mobile Geräte noch nicht gegeben hat. Ja, also früher war das ganz schön, man hatte kein Handy und man brauchte auch keins, nicht? Und heute habe ich keins und es geht sehr gut. So. Ja, tun Sie. Das ist auf jeden Fall ein technischer Fortschritt und ich denke auch ein Vorteil für jeden, der das Ding benutzen kann. Man ist überall erreichbar. Ich nutze es allerdings wirklich nur zum Telefonieren. Im beruflichen Bereich und in Notfällen finde ich ein Handy schon sinnvoll. Zum Beispiel, wenn man einen Unfall hat und sofort Rettungswagen anrufen kann, Polizei oder ähnliches. Oder wenn man beruflich permanent erreichbar sein muss, dass das dann geht. Im privaten Bereich kann man eigentlich auch ohne auskommen. Nach unserer Umfrage haben wir gesehen, dass viele Leute gewollt oder ungewollt mobile Geräte wie zum Beispiel das Handy nutzen. Doch wie sind eigentlich die einzelnen Technologien im Laufe der Zeit entstanden? Dieser Frage sind wir auf die Spur gegangen. In grauer Vorzeit kommunizierten die Leute über Briefe. Dies war vor allem für den Boten sehr anstrengend und konnte einige Zeit in Anspruch nehmen. So kamen Alexander Graham Bell und Thomas Watson auf die Idee, sich die Kommunikation ein wenig zu erleichtern. Sie meldeten im Jahr 1876 das Patent für den ersten Telefonapparat an. Eine weitere Entwicklung ist der Farbfernseher, zu dem uns ein Zeitzeuge einiges erzählen kann. Das Farbfernsehen wurde 1967 von Professor Dr. Walter Bruch erfunden. Ich fragte ihn einmal, warum trägt diese schöne Erfindung, dieses Farbfernsehen, nicht ihren Namen, wie doch andere Erfindungen die Namen der Erfinder tragen, Porsche oder was auch immer. Daraufhin sagte Professor Dr. Walter Bruch schmunzelnd, man konnte dieses schöne System doch nicht Bruchfernsehen nennen. Und wie wurde das System dann benannt? PAL-Color-Farbfernsehen. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Schneider. Bitte sehr. 1941 erfand Konrad Zuse den ersten Computer. Dieser ist im Leben vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. Vor allem das World Wide Web dient den Menschen zur schnellen Kommunikation. Mittlerweile gibt es weitere technologische Entwicklungen. Schlaue Leute haben diese ganzen Techniken in ein Gerät integriert, das Handy. Mit dem Handy kann man im Café Fernsehen schauen, im Auto telefonieren und von überall SMS und E-Mails senden. Ja, das war der Beitrag. Und wie wir gehört haben, sieht auch die ältere Generation den Nutzen, den das Handy für uns bereithält. Allerdings reichen ihnen die Grundfunktionen wie Telefonieren oder SMS verschicken. Alle Anwendungen darüber hinaus sind für sie Spielereien und deswegen eigentlich unbedeutend. Kommen wir zu einem weiteren Beitrag, in dem es um die Sicherheit beim Online-Banking geht. Thorsten Klein hat sich mit Michael Schmidt, dem EBL-Berater der Lebach-Eppelborner Volksbank, getroffen, um ihm auf den Zahn zu fühlen. Kurz ein paar Informationen vorweg. EBL steht für elektronische Bankleistungen. Michael Schmidt ist dafür zuständig, den Kunden die Sicherheit und den Komfort beim Online-Banking nahezubringen. Hört selbst, was er dazu zu sagen hat.
Die Sicherheit im Online-Banking, die hat uns interessiert und deshalb haben wir für Sie nachgefragt. Wir waren bei der Lefobank, der Lepach, Eppelborner Volksbank und haben dort Michael Schmidt getroffen, den Experten für Online-Banking. Das Thema Online-Banking, warum bietet eine Bank so etwas an? Herr Klein, Sie müssen sich vorstellen, der Kunde ist normalerweise an unsere Öffnungszeiten gebunden und im Bereich Online-Banking hat er die Möglichkeit, 24 Stunden lang, 7 Tage die Woche seine Konten und seine sonstigen Dinge elektronisch abzuwickeln. Wir haben eine Demo-Version, die können wir uns gerne angucken. So, Herr Klein, hier sehen Sie jetzt unsere Demo-Anwendung. Sie melden sich hier mit Ihrem VNet-Key und Ihrer Geheimnummer, die Sie von der Checkkarte her kennen, an. Klicken hier auf Anmelden. Und dann erscheint die sogenannte Personen- und Kontenübersicht. Und hier haben Sie die Möglichkeit, sich Ihre Konten anzugucken. Und auf diesen Punkt möchte ich dann weiter eingehen, zum Beispiel eine Überweisung auszuführen. Wie sicher ist denn Ihrer Meinung nach das Online-Banking? Ja, Klein, das Online-Banking an sich ist sehr sicher. Also es wurde noch nicht geknackt, wie man ja neudeutsch sagt. Das Verfahren kommt aus der Historie mit dem klassischen PIN-TAN-Verfahren. Diese PIN-Nummer kennen Sie eigentlich von Ihrer Scheckkarte her. Es ist also das klassische Verfahren, dass Sie mit Ihrer Geheimnummer auf Ihre Konten zugreifen können. Gleichzeitig haben wir hier eine Transaktionsnummer, mit der Sie Ihre Überweisung freigeben können. Um aber hier noch eine mehrwertige Sicherheit einzuführen, haben wir das sogenannte ITAN-Verfahren entwickelt. Das ITAN-Verfahren dient dazu, dass nicht eine beliebige Transaktionsnummer eingegeben werden kann, sondern der Großrechner fordert ganz explizit eine indizierte Nummer, daher auch der kleine Kennbuchstabe I. Und diese indizierte Transaktionsnummer müssen Sie dann aus Ihrem Bogen in den PC eingeben. Dieses I steht also für indiziert, das heißt also aus Ihrem Bogen mit den Transaktionsnummern wird eine explizite Transaktionsnummer abgefragt, in unserem Beispiel hier die laufende Nummer 170. Wir sind jetzt mittlerweile noch einen Schritt weiter gegangen und haben das ITAN-Verfahren durch das ITAN-Plus-Verfahren weiterhin verbessert. Und das Plus steht wofür? Dieses Plus steht dafür, dass jetzt gleichzeitig mit der Eingabe der Transaktionsnummer auch das Geburtsdatum des Kunden am Bildschirm angezeigt wird und durch dieses zusätzliche Sicherheitsmedium der Kunde auch ganz genau weiß, aha, ich bin hier auf dem Großrechner der Bank, mein Geburtsdatum wird mir angezeigt. Gleichzeitig sollte der Kunde aber darauf achten, dass sein PC-System zu Hause über aktuelle Virenscanner und Firewalls geschützt ist. Was denken Sie, wo die Entwicklung in Sachen Sicherheit und Online-Banking noch hingehen wird? Wir sind dabei, dieses ITAN-Plus-Verfahren um eine weitere Variante zu ergänzen, das sogenannte MTAN-Verfahren. MTAN steht bei uns für mobile TAN. Dieses Verfahren nutzt das Handy. Hier wird die Transaktionsnummer per SMS dem Kunden zugeschickt. Warum machen wir das? Ganz einfach, wir wollen hier zwei unterschiedliche Medien benutzen. Auf der einen Seite erfassen Sie Ihre Überweisung online am PC. Auf der anderen Seite haben wir das Medium Handy, mit dem Sie die Transaktionsnummer per SMS zugeschickt bekommen. In dem Beitrag wurden 4 TAN-Verfahren angesprochen. Ich möchte euch diese noch einmal kurz zusammenfassen. Es gibt das klassische PIN-TAN-Verfahren, bei dem eine beliebige TAN-Nummer eingegeben werden kann. Dann gibt es das ITAN-Verfahren. Hier fordert der Rechner eine konkrete TAN-Nummer an. Beim ITAN-Plus-Verfahren ist es so, dass zusätzlich das Geburtsdatum des Kunden angezeigt wird, das es zu überprüfen gilt. Und zum Schluss gibt es noch das MTAN-Verfahren. Hier wird die Überweisung online am PC erfasst. Danach wird dem Kunden eine TAN per SMS zugesandt. Der Auftrag muss anschließend mit dieser TAN bestätigt werden. Nun möchten wir euch noch die Vor- und Nachteile des Online-Banking erläutern. Ganz klar zuerst die Flexibilität. 24 Stunden, 7 Tage die Woche könnt ihr Online-Banking nutzen. Ja, und dann die Zeit- und Kostenersparnis. Keine elendige Parkplatzsuche oder Wartezeiten am Schalter. Außerdem löst sich auch das Ortsproblem. Es kann nämlich von überall gemacht werden. Nachteile sind die möglichen Sicherheitsdefizite, wie beispielsweise das Phishing. Kannst du etwas damit anfangen? Grob weiß ich, dass Phishing Datenklau aus dem Internet bedeutet. Ja, also Phishing werden Versuche genannt, über gefälschte World Wide Web Adressen Daten eines Internetbenutzers zu erlangen.
Phishing-Nachrichten fordern den Empfänger auf, auf einer präparierten Webseite geheime Zugangsdaten preiszugeben. Mit den gestohlenen Zugangsdaten kann der Urheber der Phishing-Attacke die Identität des Opfers übernehmen. Er führt dann in dessen Namen Handlungen aus. Eine Weiterentwicklung des Phishing ist das Farming. Hier wird gezielt durch Manipulation versucht, den Benutzer auf gefälschte Webseiten umzuleiten. Ein weiteres Sicherheitsdefizit stellt der Man-in-the-Middle-Angriff dar. Hier steht der Angreifer zwischen den beiden Kommunikationspartnern. Er hat dabei mit seinem System komplette Kontrolle über den Datenverkehr eines oder mehrerer Teilnehmer. Der Angreifer kann die Informationen nach Belieben einsehen oder sogar manipulieren. Wir möchten euch noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Oberstes Gebot ist die Vertraulichkeit. Geht sehr sorgfältig mit euren PINs und euren TANs um. Ja, und wenn ihr und die Bankgeschäfte, die ihr über unbekannte sollten nicht über unbekannte Computer abgewickelt werden, wie etwa in Internetcafés. Und nach Verlassen von Online-Banking-Seiten solltet ihr den Zwischenspeicher löschen. Zugangsdaten solltet ihr regelmäßig ändern. Kontrolliert außerdem regelmäßig eure Kontobewegungen. Und haltet die Virenschutzsoftware und persönliche Firewall immer aktuell. Ihr habt nun die verschiedenen TAN-Verfahren kennengelernt und seid von uns über die Vor- und Nachteile des Online-Banking informiert worden. Nach dem Stand der Technik ist das mTAN-Verfahren das derzeit sicherste Verfahren. Der SMS-Versand der TAN macht das mTAN noch sicherer als ITAN. Das Phishing nach TANs ist bei mTAN nutzlos. Auch durch die Kombination der Zielkontonummer der Überweisung und der TAN-Nummer in der SMS wird eine Umleitung auf ein anderes Konto durch einen Man-in-the-Middle-Angriff verhindert. Ja, sollten euch jetzt die ganzen genannten TAN-Verfahren und auch die Sicherheitsdefizite etwas zu schnell gegangen sein, könnt ihr sie natürlich gerne nochmal auf unserer Internetseite unter orga.tv nachlesen. Kommen wir nun zu unserem vierten Beitrag. Hier haben wir versucht, ein paar Szenen aus dem Alltag für Sie nachzustellen. Den meisten von euch wird das eine oder andere mit Sicherheit bekannt vorkommen. Es geht vor allem darum, wann uns die Mobilität wirklich Vorteile verschafft oder wann uns diese Immererreichbarkeit auch mal störend vorkommen kann. Schönen guten Tag. Ihr Mann ist ja geschäftlich viel unterwegs. Wie schaffen Sie es denn trotzdem, in Kontakt zu bleiben und die Distanz zu überwinden? Also wir nutzen Skype und Videotelefonie halt, weil es sehr praktisch ist. Mein Mann kann dann immer seinen Laptop mitnehmen und er ist dann halt dadurch ständig zu erreichen. Und welche Vorteile hat Skype, also Videotelefonie, für Sie gegenüber einem normalen Telefon zum Beispiel? Erstmals, weil es kostenlos ist und zweitens, dass man sich halt sieht über Bildschirm. Nutzen Sie Skype auch zu Hause oder nur, wenn Ihr Mann unterwegs ist? Nein, zu Hause müssen wir es nicht, sondern nur halt, wenn mein Mann geschäftlich unterwegs ist. Vielen Dank. Sehen Sie eher Vorteile oder Nachteile darin, auch unterwegs immer erreichbar zu sein? Also ich sehe es eher als Vorteil, weil jetzt habe ich ein gutes Beispiel. Ich warte hier schon seit 20 Minuten auf eine Freundin und bin da schon total verärgert, also war verärgert. Die hat mich jetzt angerufen, sie steht im Stau und von daher ist es okay, wenn ich warte. Also Vorteil eher. Und wann sehen Sie überhaupt Nachteile darin? Nachteile sehe ich eher, wenn wir mal mit Freunden zusammen beim Essen sind oder so und es geht an das Handy, das ist dann schon, bin ich schon sehr genervt und dann schalte ich es auch auf lautlos. Okay, vielen Dank. Fazit: Das Handy bringt viele Vorteile, aber nicht immer, wie folgende Szene verdeutlicht. Zwei Freundinnen treffen sich zu einem gemütlichen Kaffeeplausch. Man unterhält sich angeregt. Doch dann klingelt das Handy der einen.
und während sie ausgiebig telefoniert und Neuigkeiten austauscht, ist ihr Gegenüber genervt. Die Szenen aus dem Beitrag zeigen natürlich ganz deutlich, dass die Mobilität für uns vor allem viele Chancen bereithält. Früher war es sehr viel aufwendiger und vor allem hat es auch sehr viel mehr gekostet, Kontakte hinaus in die Welt zu halten. Ja, genau. Heute kann man quasi in Echtzeit Informationen austauschen und das ist doch eigentlich sehr schön. Risiken sehen wir vor allem darin, dass man sich von der Technik abhängig zu machen. Das passiert dann, wenn man die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht vernachlässigt. Was natürlich, wie wir eben gesehen haben, passiert ist. Es ist natürlich sehr ärgerlich, wenn man in einem Café zusammensitzt, sich schön unterhalten will und dann wird man andauernd durch das Handygebimmel des Partners gestört. Problem heutzutage bei der ganzen Sache ist nur, viele Leute glauben, dass sie sich diese Nichterreichbarkeit gar nicht mehr leisten können. Wie stehst du eigentlich zum Handy? Nervt dich das, wenn jemand im Café sitzt und das Handy klingelt? Also ich habe es schon öfters dabei, aber wenn ich mich mit jemandem treffe, muss ich sagen, bin ich altmodisch und da widme ich dem auch meine ganze Aufmerksamkeit und schalte das Handy aus. Das ist sehr gut. Ich habe schon häufiger erlebt, dass mein Gegenüber ein Handy dabei hatte und es permanent geklingelt hat und wir eigentlich nicht wirklich dazu kamen, zu kommunizieren. Ja. So, wir sind nun am Ende unserer Sendung angelangt. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und hoffen, dass ihr nächsten Mittwoch wieder einschaltet. Genau, denn dann ist wieder eine unserer ÖMP-Gruppen am Start und ich denke, sie haben genauso interessante Beiträge wie wir für euch bereit. Damit einen schönen Abend, macht's gut. Ja, tschüss.